Das Herz schlägt unermüdlich ohne Pause. Doch es handelt sich um ein hochsensibles Organ und wenn es aus dem Takt gerät oder im Alter schwächer wird, dann kann das gravierende Auswirkungen haben. Herzkrankheiten werden häufiger. Gleichzeitig hat die Kardiologie Fortschritte gemacht und sich in den vergangenen Jahrzehnten enorm weiterentwickelt. Es überleben einfach viel mehr Menschen akute kardiale Erkrankungen. Ob das jetzt Herzmuskelentzündungen sind, ob das Infarkte sind, ob das Herzrhythmusstörungen sind, ob das strukturelle Veränderungen am Herzen sind. Aber diese Menschen haben zum großen Teil dann eine Herzinsuffizienz, das bedeutet eine Herzschwäche. Das geschwächte Herz ist belastet und nicht mehr in der Lage, die optimale Menge Blut durch den Körper zu pumpen. Vorerkrankungen des Herzens, vor allem aber Bluthochdruck, gelten als Ursache für eine chronische Herzschwäche. Wenn Sie mal an den eigenen Bekanntenkreis denken oder an Ihr Umfeld, Ihr Wohnumfeld, ja, wie viele ältere Menschen gibt es dort, die mit Mühe und Not zwei Stockwerke hochkommen und auf dem ersten Treppenabsatz stehen und nach Luft ringen, ja, aber gar nicht wirklich betreut, behandelt werden? Je eher die Krankheit diagnostiziert wird, desto schneller kann der Patient therapiert und das Fortschreiten der Herzschwäche gebremst werden. Doch schon da können die Schwierigkeiten beginnen. Die Herzexperten sind in der dünn besiedelten Uckermark rar. Vielleicht haben Sie einen Hausarzt. Der ist ein guter Mensch und kennt sich sehr gut mit allem aus, aber nicht zwingend mit den Feinheiten der Herzinsuffizienztherapie. Das kann er gar nicht, er hat ganz andere Aufgaben. Ja? Der klassische Hausarzt, wenn Sie sich mal vorstellen, ja, der macht Familienmedizin, der kennt sich aus, der weiß, wann die Grippeimpfung dran ist und so weiter. Aber mit einer Herzrhythmusstörung wird schwierig. Was folgt dann? Es folgt die Überweisung zum Kardiologen. Ja? Ein niedergelassener Kardiologe kennt sich auch nicht zwingend unbedingt bis ins Letzte damit aus. Was folgt dann? Es erfolgt die Einweisung ins Krankenhaus. Ja? Ein normales Krankenhaus mit einer internistischen Abteilung kennt sich immer noch nicht zwingend so richtig gut aus mit Herzinsuffizienz und weiß nicht, was am Horizont für neue Therapien sind oder was für Therapien möglicherweise mittlerweile gar nicht mehr so gut sind. Ja? Was erfolgt dann? Es erfolgt die Verlegung in ein sekundäres oder tertiäres Zentrum, also in ein größeres Krankenhaus. Die Idee hinter solchen Netzwerken ist, dass das für den einzelnen Patienten nicht mehr so aufwendig ist, weil nämlich im Zweifel der Hausarzt direkt über so ein Netzwerk Kontakt aufnehmen kann auf dem kurzen Dienstwege mit einem, der sich tatsächlich mit dieser sehr engen, dafür sehr tiefen Spezialität auskennt. Kommunikation und Kooperation auf allen Ebenen, das sind die Schlüsselwörter. Im Herbst 2017 ist das Netzwerk Herzinsuffizienz gestartet und die Bilanz fällt schon jetzt positiv aus. Im Netzwerk aktiv sind niedergelassene Praxen und Krankenhäuser, genauso wie die Herzzentren in Bernau und Berlin. Somit können Expertenmeinungen und Termine, zum Beispiel für eine Kernspintomographie, bedarfsgerecht ausgetauscht und verteilt werden. Von der niedrigsten bis zur höchsten Versorgungsebene finden wir immer den richtigen Ansprechpartner und die richtige Intensität der Versorgung für unsere Patienten. Die irgendwo beim Optimum für den Patienten liegt. Ja? Also zwischen dem, was möglich wäre und dem, was sinnvoll ist, einen Weg zu finden, wo der Patient gesundheitlich am besten profitiert und am wenigsten Ärger damit hat. Die Therapie der Herzschwäche muss von Patient zu Patient individuell abgestimmt werden. Möglich ist der Einsatz von Medikamenten oder operative Eingriffe, zum Beispiel das Einsetzen eines Herzschrittmachers.